Schlechte Angewohnheiten sind menschlich und wow, gibt es viele Möglichkeiten, sich irgendwelche Ticks in unserem wunderbaren Sport anzugewöhnen. Wir haben hart diskutiert und euch heute die 7 unnötigsten zusammengestellt. Der Klassiker, schlechte Vorbereitung. Ja, egal ob Fahrrad, Kleidung, Verpflegung, irgendwas fehlt halt bei irgendeinem immer und hält dann letztendlich die ganze Gruppe auf. Dabei weiß man noch, wenn man fahren geht, hat das Rad zu funktionieren. Und wenn man eine größere Tour fährt, dann nimmt man sich vielleicht irgendwie noch eine Verpflegung mit oder sowas. Und natürlich müsst ihr als Gruppe von 5 Leuten nicht 7 Kettenschlösser dabei haben. Aber es ist einfach immer gut, sich nicht blind auf die anderen zu verlassen. Richtig. Gewagte These. Wer andere Biker und Bikerinnen nicht grüßt, zieht Hunden am Schwanz und nimmt Kindern das Eis weg. Okay, das war natürlich ein bisschen übertrieben. Aber im Wald wird sich gegrüßt. Und egal ob Biker, Wanderer, Rehe, alle Waldbesucher, wir sagen uns gegenseitig Hallo und sind einfach normale Menschen. Genauso selbstverständlich sollte es sein, dass ihr anderen Leuten helft. Das heißt, wenn ihr auf dem Trail oder im Bikepark jemanden am Rand von der Strecke seht und er irgendwie am Fahrrad rumwurstelt oder vielleicht sogar am Boden liegt, dann bietet auf jeden Fall Hilfe an, das kann schon mal nicht schaden. Und sei an der Stelle gesagt, kein Strava-KOM ist es wert, irgendwie die Gesundheit von euren Mitmenschen darunter zu setzen. Fahrt da lieber noch mal ein anderes Mal und haltet schön an, weil ihr würdet es euch genauso wünschen, wenn ihr irgendwie mit einem Bruch am Wegrand liegt, dass euch jemand hilft. Absolut. Und nur für den Fall, dass ihr alleine fahrt und niemand vorbeikommt, soll passieren, immer schön ein Handy dabei haben und oder eine Uhr, eine Smartwatch, Hersteller eures Vertrauens, richtig, damit ihr Hilfe rufen könnt. Müll einfach liegen lassen oder wegschmeißen. Da brennen mir echt die Sicherungen durch. Wie kommt man 2022 noch auf die Idee, Plastik in der Natur liegen zu lassen? Ich weiß, meistens liegt es irgendwie daran, dass einfach eine Riegelverpackung aus der Hosentasche fällt, aber die Dinger kann man auch einfach zumachen. Ja, und auch Thema Tier-Offs. Ich weiß, sie haben ihre Berechtigung und ich habe sie auch schon benutzt, aber halt bei Rennen. Und da läuft jemand danach runter und sammelt die Dinger ein. Deswegen, wenn ihr auf eurem Hometrail oder Bikepark den Profis nacheifern wollt, macht es, aber nicht mit Tier-Offs, weil es gibt keinen Grund, den Wald weiter mit Plastik auszustatten. Genauso sieht es auch mit Metallteilen oder sonstigem aus. Also wenn euch mal die Kette reißt oder so, nur weil die im Wald gerissen ist, heißt es nicht, dass sie da irgendwie ruhen muss. Packt die in den Rucksack, nehmt sie mit nach Hause und entsorgt sie. Absolut. Und wenn ihr euch da jetzt ertappt fühlt, verurteilt euch GMBN auf Deutsch hiermit zu 20 Waldsozialstunden. Im Sitzen fahren. Nee, am besten im Sitzen fahren und noch mit einem Pedal unten. Nee. Ja gut, noch schlimmer. Ja, ich sehe es leider viel zu oft, gerade bei Anfängern, dass im Sitzen halt gefahren wird. Klar, den Reflex kann ich irgendwie noch verstehen, dass man denkt, es fühlt sich irgendwie ein bisschen sicherer an. Ist es aber absolut nicht. Ihr seid dann komplett dem Bike ausgeliefert, habt keinen Bewegungsspielraum irgendwie, mit dem ihr das Fahrrad korrigieren könnt. Und wenn euch euer Bike in einem Sprung abwerfen will wie ein bockiges Pferd, dann macht es auch, weil ihr absolut nichts machen könnt. Richtig, und auch mit dem einen Bein unten, katastrophale Idee, weil das Fahrrad bleibt irgendwo hängen, das Fahrrad geht quer und ihr fliegt ab nach Mallorca. Deswegen am besten die Beine gerade machen, Arme leicht gebeugt, Rücken gerade. Sehr schön, und so machen wir das. Mit mehr als einem Finger bremsen. Ganz ehrlich, schuldig. Ich war mit 14 so eine Art Spätentwickler und war wahrscheinlich sogar ein paar Mal im Bikepark und habe noch mit 2 Fingern gebremst, bis mich endlich jemand gezwungen hat, den 2. Finger wegzunehmen. Deswegen, ich verstehe es absolut, wenn man von einem Fahrrad mit Felgenbremsen kommt oder von einem anderen Rad, wo man eine ganze Faust braucht, um ein bisschen Bremspower zu entwickeln. Aber überhaupt keine Sorgen machen. Normale Scheibenbremsen funktionieren genauso gut mit einem Finger und ihr könnt sogar noch ein bisschen gefühlvoller dosieren. Und noch ein Vorteil, ihr habt einen Finger mehr am Lenker und habt dadurch mehr Kontrolle. Weißt du, was man noch mit einem Finger machen kann, Malik? Like vielleicht da lassen. Oder ein Abo. Ja. Und zu guter Letzt, das was auch bei einer Ausfahrt als letztes kommt, die letzte Abfahrt. Da wollen es viele einfach nochmal so richtig wissen und geben alles, ist aber keine gute Idee. Das ist eine sogenannte schlechte Angewohnheit tatsächlich, weil meistens geht es schief, man stürzt und die schönen Erinnerungen an den ganzen Tag sind futsch, weil der Tag mit so einer hässlichen Sache zu Ende geht. Deswegen einfach entspannt runterfahren, nochmal die Szenerie genießen vielleicht und den Tag smooth ausgleiten lassen, so wie wir das jetzt mit diesem Video machen. Genau. Lasst ihr uns doch mal in den Kommentaren noch wissen, was eure Freunde und Freundinnen noch so für schlechte Angewohnheiten haben. Dann stellen wir die auch noch vors GMBN-Gericht und verteilen noch ein paar weitere Waldsozialstunden. Ansonsten lasst wie gesagt ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!